Moin Sam, ja, wir werfen heute mal einen kurzen Blick in die Experimental für Update 7. Das hat jetzt nichts mit unserem eigentlichen Spielstand zu tun, das ist er natürlich, in der Experimental geladen, oben links seht ihr den. Update 7 gab es ja gestern, ganz kurz vorweg, meine Meinung, für mich ist das Update 6.5 und nicht Update 7, das hätten sie nicht so machen sollen. Viel gibt es nämlich nicht, huch, ich muss mal gerade gucken, wenn die solche Updates machen, da ist wieder diese Bewerbungsunschärfe, muss man mal gucken, drin, aber es ist eigentlich wurscht. Es fühlt sich irgendwie langsamer an. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Das erste, was ich habe, ich habe die Patchnotes durchgelesen, ist ja nicht viel drin. Ja, und Blueprint, gucken wir gerade mal rein, was nicht drin ist, obwohl es in den Patchnotes steht, bei mir aber wahrscheinlich auf dem deutschen Interface, das hatten sie schon mal, dass das nur auf dem englischen Interface war, habe ich aber jetzt nicht umgestellt. Man kann ja eigentlich die Tiere, den Aggro-Level der Tiere einstellen. Das heißt, sie greifen nicht mehr selber an, sondern erst nur, wenn man sie selber angreift oder gar nicht mehr und wehren sich gar nicht mehr. Das steht auch in den Patchnotes drin. Bei mir ist dieser Menüpunkt nicht da. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wir brauchen da nämlich zum Freischalten. Der ist nicht da. Und ansonsten kann man gleich mal gucken. Hier, Wandhalterung. Zeig mal her. Warte mal. Bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal geschmeidig. Ich brauche mal hier ein Band. So. Was war ich? Das Experimental ist da irgendwie kleiner, kann das sein? Irgendwie ist die FPS hier, guck mal hier, was läuft denn hier für ein Film? Was haben sie denn hier gemacht? Irgendwie ist das semi-gut. Wir gucken uns das gerade mal hier kurz an, während ich jetzt gleich mal gucken. Hier ist das automatische Snappen der Bänder. Guck mal, ich habe jetzt gerade, was habe ich eben geladen, dass das jetzt so schlecht ist. Also die Auslastung von der CPU oder sonst was und GPU ist ganz normal, es leckt aber wie Sau. Es leckt wie Sau. Was auch immer das soll. Egal, hier. Gucken wir mal. Ja gut, ist ja experimental. Willst machen. Hier, automatisches Snappen der Bänder an die Wand. Hier, guck. Und das geht auch. Jetzt will ich mal gerade gucken. Boah, ist das ja übel. Ja, warte mal, wir müssen mal da hochgehen. Ach, guck mal, das ist jetzt nur, wenn ich das Band nehme. Dass das leckt wie Sau. Ja, das ist, experimental. Was willst du machen? Ne? Dann gehen wir hier. War das hat schon geleckt wie Sau, wenn ich den Ständer hier gebaut habe? Ja. Da läuft was unrund. Da ist irgendwas Coffee Stain. Müsst ihr mal patchen, ne? Boah, ist das übel. So, hier. Das snappt jetzt da oben irgendwie, rein theoretisch, an die Decke. Lass mal gerade gucken. So. Soll das so? Ich glaube, das soll so nicht, oder? Da sollten doch die automatischen Halterungen kommen. Guck mal, wo hat denn das Ding gesnappt? Okay, brauchen wir nicht weiter zeigen. Also das sollte da oben an der Decke snappen oder automatisch gehen, wie es auch an der Wand macht, aber ja nicht mit diesen FPS, das ist ja unter aller Kanone. So soll das wahrscheinlich nicht. Ne? Wir machen auch im normalen Spielstand dann weiter. Also jetzt nicht in dieser Folge. Wir gucken jetzt hier nochmal schnell rein. Schalten mal hier den Kollegen frei, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch, wahrscheinlich ist wieder irgendwo ein Bug drin. Ach übrigens, das wollen wir gerade mal gucken. Hier, ich weiß nicht, ob das schon als Bug bestätigt ist, ich hatte gestern Abend keine Zeit. Hier, die Schienen geben aktuell keinen Strom für diesen Schweber. Ob das jetzt ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, naja, manche werden es nicht für toll befinden. Hier holt er sich den Strom ja von woanders daher, von da. Ist jetzt so eine Sache, jetzt halten wir mal diese Blueprints frei. 8000 Sprit, sage ich schon. 1000. Ich will hier mein Dingens hier haben. Zement. So viel. Ja, da muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Im offiziellen Discord. Weil das ist ja hier. Das ist ja hier Ruggel, Ruggel, Ruggel. Tut mir leid. Aber na gut, es ist ja nur ein kurzer Einblick in die Experimental. Warte mal. Gib mir mal 2000. Von dem Gelumpe. Das mit dem Band ist ja übel. Kannst du so nicht machen. Ja. Also wie gesagt, das ist für mich eine 6.5 maximal, keine 7. Das hätten sie wirklich nicht machen sollen mit diesem Versionssprung da. So, freischalten bitte. Wie ging denn das nochmal? Müssen wir so und müssen wir so. Und was brauchen sie noch? Den Kram brauchen sie. Achso, diese Gitter. Haben wir auch noch nicht. Wo sind sie denn? Die aber gar nicht. Wieso haben wir die eigentlich gar nicht? 100 braucht man von dem Gelumpe. Hätte ich eigentlich auch den Milestone da oben jetzt mal gerade abspeichern können. Okay, dann holen wir die nochmal. Die sind ja hier irgendwo. Da sind sie doch.
Können wir gleich mal mehr reinmachen. Ich speichere das sowieso nicht so ab. Ich warte dann einfach nur, bis sie wieder hier rumpatchen. So. 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 Vor allen Dingen dieses Schweben, wo es jetzt nicht mehr an den Dings geht, ne? An den Schienen, finde ich ein bisschen komisch. So, und jetzt hier. Schon lange nicht mehr gehabt, den Button. Lass mal gerade gucken, jetzt wird es auch noch Nacht. Neues Gebäude. Judy, was braucht denn das Ding? Da ist er. Können wir bauen. Der ist so groß übrigens, dass du den hier in der Regel, guck mal hier, können wir den einfach hier hinsetzen? Boah, können wir nicht. Können wir mal kurz eine Fläche bauen. Haben wir hier irgendwo eine Fläche, wo wir den hinsetzen können? Hier, wo wir hier, übrigens die Map ist auch noch nicht überarbeitet worden. Sollte das nicht kommen oder haben sie gesagt, nee, machen sie jetzt nicht. Also die Insel da hinten, die ist nämlich immer noch da. Können wir hier was aufs Dach setzen? Vielleicht, ne? Können wir hier eigentlich schweben? So ein Strom unten drunter sein, danke. Aber wenn man die Mods nicht benutzen kann. Nee, ist kein Strom unten drunter. Danke. Lass dir mal gucken. Kann man den aufs Dach setzen? Den Kollegen hier? Ja, kann man. Strom braucht er, glaube ich, nicht. So. Jetzt baust du halt deinen 3D-Printer hier hin. Wie gesagt, diese Dinger werden in eurem Safe-Game-Folder abgespeichert. Ja, der braucht übrigens aktuell ein Huch? Lager? Aha, so. Hier, das ist das Interface, geht aber erst mal hier irgendwas draufbauen. Wir machen jetzt mal ganz fix irgendwas. Ich zeige ja nur mal kurz, wie das gemeint ist. Wir machen jetzt hier, normalerweise müssen wir hier mal, aber holen wir mal hier Strom, damit wir mal hier rumschweben können. Ist ja übel hier. Haben wir hier irgendwo ein Sturmding? Natürlich nicht. Egal. Ich zeige es euch jetzt mal ganz schnell, wie das hier gemeint ist. Ne? Ihr baut also hier irgendwas, ihr müsst in diesem Frame bleiben, seht ihr hier. Ne? Wir machen jetzt mal hier ganz normal. So ein Ding dahin. Ja, ein Splitter und sagen jetzt hier, oh, erwischt, wenn du das Band in die Hand nimmst, ist die FPS im Eimer. Ganz übel. Und man hat das so dahin. So. Ja. Und so. Warten wir mal auf den ersten Patch und dann gucken wir noch mal da rein, ne, mit den Bändern da. So, jetzt habe ich jetzt hier irgendwie, warte mal, dann machen wir es, nehmen wir, lassen das so. So, und jetzt haben wir jetzt hier einen Splitter und es splittet jetzt hier auf drei von diesen Dingern. So weit, so gut. Wo ist denn hier unser Interface? Da ist es doch. Irgendwie rum haben sie das gesetzt? So rum haben sie das gesetzt. So, kann man mal hier eine Beleuchtung von dem Interface haben? Danke. Wir sagen jetzt hier einfach mal, wir nennen das Ding Splitter. So. Und dann, Experimental Test Splitter. So, als Beispiel. Dann kannst du natürlich so schön Load Balancer bauen. Ne? So, jetzt machen wir hier, wir selecten mal ein Item. Das ist so wie das Ding in eurem, ist das ein Splitter? Ist das wurscht jetzt hier? Förderband Splitter. Sagen, Bild auswählen. So, Farbe lassen wir mal so. Hier rechts seht ihr, was ihr für diesen Blueprint, den ihr hier gerade habt, an Materialien braucht. So, jetzt gehen wir hier rein, machen hier. Warte mal, können wir hier erst editieren und sagen hier eine Kategorie, eine Hauptkategorie. Sagen hier über dieses Rad, wie die heißen soll. Und wir nennen das Ding jetzt einfach mal Load, ist jetzt mal egal, Balancer. Da kommen alle Load Balancer rein. Balancer, verdammt. So, Load Balancer. Kann man hier was. Ja, hier hast du nur diese Standarddinger. Bin ich blöd. Lassen wir das halt so und sagen Apply. Und da musst du hier unten nochmal Apply Changes, sonst ist das wieder weg. Apply Changes. So. Jetzt sind wir hier, können wir wieder editieren. Wir können jetzt hier eine Sub-Kategorie machen. Kannst jetzt hier sagen Load Balancer und dann sagen wir mal hier, was weiß ich, wie nennen wir denn das Kind? Wir nennen das Kind. Wir nennen das Ding eigentlich Splitter. Hat er jetzt, warte mal, jetzt hat er aber diesen Blueprint da schon hingemacht. Ne, das wollten wir eigentlich nicht. Das ist nämlich der Blueprint. Splitter. Du kannst übrigens hier, wenn das hier editiert ist, kannst du den nehmen, kannst ihn hier verschieben. In deinen Kategorien. Ne? Judy, ne? Ich will eine Subkategorie bauen. Machen wir hier Apply Changes. Edit. Subkategorie. New Subkategorie. Schön. Nenn das Ding doch mal 1 zu 3. Man macht doch mal hier Apply. So, jetzt machst du hier nochmal ein Edit. Die Edit ist immer im Spiel. Und jetzt ist das Ding in 1 zu 3. Und immer hier Apply Changes. Machst du natürlich mehr. So, fertig. Und dann hier Set Kategorie. Hier seht ihr hier die Directory Load Balancer 1 zu 3.
Safe Blueprint, Blueprint safe. Man muss immer aufpassen, wenn man hier mit diesen Escape-Tasten da weggeht, dass das Ding da auch so ist. So, jetzt ist er hier gelöscht, weil wir haben ja applied. Ne? So, da, nee, da steht er ja. Jetzt gehen wir mal hier irgendwo hin. Hier, mal von der Edith weg und gehen wir zur Tante Frieda. Jetzt hast du hier oben einen Blueprints-Button. Dann hast du hier deinen Load-Balancer. Dann hast du da deinen Splitter und dann machst du da hier. Guckst du. Flip, da ist er. Und die Blueprints könnt ihr euch teilen, weil die liegen als einzelne Files in eurem Safe-Game-Folder und aufpassen, die werden nicht gespeichert. Also nicht in der Cloud, meine ich. Natürlich werden die gespeichert, aber nicht in der Cloud. Die habt ihr wirklich nur lokal. Jetzt gehen wir mal hier hin. Da ist er ja noch. Und sagen wir hier, Clear Designer. Der ist weg. Könnt ihr wieder bauen. Ihr könnt halt nur hier reinbauen. Ne? Hier ist halt nur so. Jetzt habt ihr gesagt, oh, habe ich beim Load Balancer Mist gebaut. 1 zu 3 geht er hier hin. Sagen Load Blueprint, Load Balancer, da ist er. So, warte mal, der müsste jetzt eigentlich schon drin sein, ne? Da ist er ja schon. Ja, genau, da haben wir hier gefuchtelt, da müsste er da stehen, da ist er. Tada, da könnt ihr an dem rumbauen, dann könnt ihr den wieder speichern. Und wenn ihr einen neuen bauen wollt, dann macht ihr hier Clear Designer, gibt dem Kind keinen Namen, kein Garn, weg und dann baut er halt hier rein. Je nachdem, was ihr wollt. Jetzt passen da nicht alle Gerätschaften, glaube ich, rein, weil du hast hier eine Größe, ungenügend, ach, Materialien, kein Kabel. Also du fuchtelst den Kram hier irgendwie rein, baust halt deine kleine Maschine, ist halt nicht viel. Man könnte jetzt zum Beispiel sowas machen hier. Machst hier ein Fundament, was weiß ich, hier so. Gehst mal da hin. Wie weit gehen wir denn da hin? Und machst du hier zum Beispiel, wir machen mal ein Zweier-Fundament. Eins, nee, wir machen mal hier. Aber da snappt er wenigstens 3, 4, also, ach Gott, wie zähle ich denn? So. Hier drin kann man hier drin eigentlich supen und dem. Man kann übrigens Blueprints nicht supen. Also beim Bauen, ja, also hier beim Erstellen, aber beim Bauen nicht. Die musst du einzeln anklicken, die werden einzeln angebaut, gesupt, also zum jetzigen Zeitpunkt, ne, wenn einer das Video später sieht. So, was ist das jetzt hier? 1, 2, 3, das ist jetzt hier ein 4x3. So, warum habe ich eigentlich nicht geschwebt? Ein 4x3. Und dann machen wir nochmal, damit ihr das alles seht. Hier, 4, warte mal, nennen das so, Beton, 4 mal 3 mal 2. Fundament, Zweier Höhe und 4 mal irgendwie, das ist ja heute eure Beschreibung. Jetzt sagst du hier wieder Select Icon und jetzt machst du hier, gibt es das eigentlich unter andere? Wo ist denn der Kram? Haben wir hier irgendwie unsere Fundamente? Ja, hier, ne? Warte mal. Unter welchen Dingern sind denn die? Boah, ist ja jetzt wurscht. Jetzt nehmen wir das mal hier als Beispiel. Bild auswählen. Ja, jetzt gehst du wieder Set Directory. Hier nicht definiert, haben wir ja nicht ausgewählt. Hier haben wir die Load Balancer. Jetzt hast du wieder die Edit. Holst ins Spiel, machst eine Kategorie. Nennst das Ding um. Nennst das Ding, was zum Beispiel ich Foundations. Select Item machen wir jetzt mal nicht. So. Gehst da rein. Lässt das Ding, machst du erstmal Apply Changes. So, jetzt gehen wir hier nochmal schnell, da hat er die auch gespeichert. Zeig her. Set Foundations. Braucht der eine Kategorie? Tatsache. Apply Changes. Müsste das eigentlich, hat er das so? Braucht der eine Subkategorie? Tatsächlich. Dann mal gucken hier. Foundations. Die Edit. Subkategorie. Aber eigentlich bräuchte der die nicht. Kann das sein? Die braucht er doch eigentlich nicht. Save das Blueprint mal. Wir machen den Amnestieren und verschieben das Ding. Was solltet ihr davon? Wir verschieben das Teil mal. So, müssen wir hier mal reingucken, ne? Selbst gucken. Set. New Blueprint. Oh, den haben wir ja toll benannt. Machst die Edit. Schiebst das Ding in die Foundations. Kann man den eigentlich hier umbenennen? Ja. Sagen, oh, toll. Oh, da komme ich nicht mehr rein. Gucke an. Das ist ja interessant. Man nennt das Ding halt mal New Blueprint. So, der ist jetzt hier. Warte mal, der müsste doch hier eigentlich. Ach, mal ab. Oh. Found. Das ist eine. Ist jetzt egal. Das ist eine, weil der Name schon da war.
Und bei Safe Blueprint dann nochmal, dann sagt er, das war eine Warnung, dass er unterschrieben wird. So, überschrieben. Hier, Leute, es ist übrigens nachts um 4.30 Uhr, ich muss nachher noch arbeiten. So, dann geht er wieder hier hin, macht einen Blueprint. Wo haben wir das Ding hin? Nenn das Ding New Blueprint und dann hast du das Teil hier. Und die kannst du halt jetzt nur einzeln setzen. Ne, du kannst die nicht supen. Ach, hier kann man nicht schweben. Ja, ihr seht aber, interessanterweise, ja doch, ihr macht, ich habe eben gedacht, der hat hier eine Konditionsabfrage als Blueprints. Ja, und dann machen wir das mal hier hin, so. Hier kann ich schweben. Jetzt den jetzt da rein. Hier, guck, du kannst nicht supen. Du kannst es, der Baumodus steht da unten zwar Standard, ne, aber du kannst nicht umschalten. Der heißt zwar nur Baumodus Blueprint und Baumodus Standard, aber was auch immer da der Unterschied ist, da kommt kein Unterschied. Keine Ahnung. Also ich habe da keinen festgestellt. Der snappt da auch nicht dran. Willst du mich verarschen? Ach, guck mal. Wieso snappt der da nicht dran? Weil wenn ich das nämlich jetzt so mache, dann snappt er dran, guck. Hier. Aber wenn ich jetzt sage, hör mal zu, kommst du mal hier ran? Macht er nicht. Kann ich umschalten? Hier, so. Ja, der snappt aber jetzt da dran. Ach so, warte. Ja, jetzt hier. Oh Mann, was ist denn das wieder für ein... Boah. Und da? Copy Stain. Das ist aber irgendwie schlecht. Wo holt denn der sich jetzt hier diesen Snap-Punkt? Ja. Der baut diese Blueprints so. Das ist ein bisschen Schiete. Aber das finde ich jetzt... Ich hole mir den nochmal. Warte mal, wir holen uns nochmal den Blueprint. Flup. Hier snappt er. Hier snappt. Wie snappt denn der? Aha. Na gut, das muss man sich von oben angucken. Die arbeiten übrigens, der Mod-Manager geht eh nicht experimental, weil sie SML wieder geändert haben. Ja, das war's eigentlich. Also die snappbaren Förderbänder, die aktuell die FPS unter aller Kanone machen. Das ist ganz schlecht. Wir können hier nochmal gucken. Ist das hier auch noch so? Hier draußen? Komm mal her. Na ja. Ich nehme jetzt mal so ein Band in die Hand. Ja, guck hier. FPS komplett im Eimer. Ja, und da snappt sie halt da dran. Da könnt ihr nochmal gucken. So. Ja, ist leider so. Müssen wir abwarten, was sie machen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich kann ja noch ein bisschen arbeiten. Wahrscheinlich gab es ja schon jede Menge Beschwerden über diesen Schweber, der nicht mehr auf den Schienen funktioniert. Und im deutschen Interface ist kein Menüpunkt da für die Tiere. Agro-Löffel. Im Englischen schon. Angeblich. Bis dann. Ciao.